Honoro und große Freude, während wir unten sind in der verdammten mistigen Wüste von Let's Play Bloodstained Ritual of the Night. Yay, ein Aufzug. Ich bin mal gespannt, ob wir hier jetzt einen Turm haben werden. Oh, natürlich. Ey, was ich rausgekriegt habe, ist, dass die Hitbox... Das sieht schon ziemlich geil hier aus, muss ich sagen. Dass die Hitbox von der Peitsche hier ziemlich inkonsistent ist. Das hat doch sehr häufig nicht funktioniert. Ah, das sind zwei Räume in übereinander? Whatever. Ich hoffe, dass das mit der letzten Folge einigermaßen klappt. Und dass es nicht zu abrupt oder sowas gewesen ist. Aber ich bin ganz ehrlich... Nachdem die Hitbox nicht richtig funktioniert von der Peitsche und so weiter und so fort, habe ich echt gedacht, dieses Gebiet ist so scheiße. Es tut mir leid. Die Gänge sind halt einfach zugepfropft, zugestoßen, zugemüllt mit vielen, vielen Gegnern, teilweise schlecht zu treffen. Come to see me, have you? Eigentlich nicht, aber wenn das notwendig ist, dich im Armdrückwettbewerb zu besiegen, dann natürlich. Oh. Miriam, what are you doing here? I ought to ask you the same. I commanded you to leave this place. I cannot. I gave Jeeble my word. Very well. This sigil was not meant for you, but we are far enough from the castle that it can contain you here. Goodbye, Miriam. Stand down! Niemals! Toll, dass ich keine Reaktionszeit kriege. What? Hä? Jetzt war er plötzlich unsichtbar. Holy shit. Holy shit. Das ist... Ah! Alle Effekte gleichzeitig. So, ich habe... Nein, das wollte ich nicht Aquastrom, ich wollte wieder meine Höllenatem. Ja. You will sleep. Bringen können. Okay, hinterher. Mal hinterher. Ich triff mir an dem Mann nicht mehr. Natürlich. Ja, du Sau, du. Okay, was ist das jetzt? Ja, das ist, ist die Scheiße jetzt permanent da, oder was? What the heck? Mich denn? Ah, tut mir leid, aber hier solche... Hell auf Hell ist echt gut zu sehen. Ich sehe ja gerade an der Stelle nicht mehr so richtig, wo sie Verlangsamungsdinger sind. Ich find's auch wieder so... So beschiss... Achso, ich werd doch nicht von ihm getroffen. Ja, fair. Boah, ist das ein Scheiß-Boss. What the fuck? What? Was hat mich denn da gerade getroffen? Die Scheiße da noch? Oh ja, ja, ja. Da fair, teleportiere die Dinger genau in meinen Kopf rein. Mhm, das ist gut. Ist der da irgendwo? Oh, okay, er war da irgendwo. Warum brennst du? Sting bitte! Ich habe keine Ahnung, ob die Hitboxen hier gerade noch da rumliegen. Ah.
Ja, ich weiß. Jetzt mal warten, bis du wirfst. Dann komme ich nicht hier hoch, weil du Scheiße machst. Dann ist die Hitbox wieder 5 Milliarden Kilometer weiter. Okay, verstehe. Wenn er brennt, dann hat er eine Hitbox für sich selber. Machst du in die Richtung irgendeinen Scheiß? Machst du wieder in die Richtung irgendeinen Scheiß? Komme ich dir entgegen und nehme dir dein Leben oder auch nicht, bis du bekommst die Gicht. Cool, das hat mal theoretisch ganz gut funktioniert. Ah. Ja. Der scheiß Rumteleportiererei geht mir so auf den Sack. Das ist so. Du bist gefickt. Ich ficke dich. Du kannst mich nicht ficken. Ja, genau. Ich war natürlich voll in der Brühe drin, war klar. Dieser Teller. Es ist schon scheiße genug, dass der fast genauso schnell ist. Eine der schlimmsten Sachen ist, dass dein scheiß Ejakulat so weiß ist, dass ich diese Ice Potions, die gefühlt unendlich lange auf dem Boden rumliegen, natürlich nicht sehen kann. Ja, super. Wo steht denn der? Ach, da. Ja, das ist der beste Effekt. Ich bin doch verlangsamt und komme nicht an ihn ran. Okay, das geht zum Glück in die andere Richtung. Und dieses helle Scheißzeug hier. Hell, mega. Sorgt dafür, ich sehe es gerade so viel, vor allem wenn er auf der anderen Seite des Bildschirms steht. Okay, plötzlich hört mein Charakter auf zu schlagen. Ich höre auf zu schlagen, einfach in dem Moment, wo mein Schwert ihn treffen würde, weil... Liegt jetzt hier irgendeine Scheiße? Ich sehe, wie gesagt, hier gerade nichts. Ich sehe die Dinger nicht fliegen. Oh, Gott sei Dank. Natürlich! Der scheiß Riesen-Hitboxen. Ich komme nicht mehr an ihn ran. Okay, da war es noch. Darf ich was tun noch? Ich habe nicht gesehen, wo er hinläuft. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Gott sei Dank! Oh, ist das ein Scheißgebiet und ein Scheißboss! I must get back the book. That will never happen. I have to make it happen. I have waited too long for this chance. Oh. Ich möchte ihn gerne abstechen. Rückwirkend! Auch rückwirkend in Fick of the Moon. Curse of the Moon. Oh, sorry, bin so angefressen. Ich hasse, dieses Gebiet hier ist so... Warum ist das Gebiet so scheiße? Wie gesagt, die Gänge sind teilweise echt voll... Das habe ich gemerkt, als ich die Frösche farmen wollte. Die Gänge sind voll gemüllt mit Gegnern, die so agil sind, durch Wände können oder von den Wänden weggeflummiert werden, riesenbreite Hitboxen haben. Oh! Und dann die permanenten dauernden Statuseffekte, Gegner, die zu klein sind, dass ich sie treffe, Gegner, die über mir drüber rumschweben, als dass ich sie treffen könnte. Und dazu dieser Boss, um das alles abzuschließen. Holy moly. Ja, ich weiß, ich hätte mich wieder mit Metallzeug zupflastern sollen können. Vielleicht hätte ich das auch tun sollen, aber... Ja, es... also mir persönlich, mir macht's einfach keinen Spaß, wenn
Vor allem in der zweiten Phase mit dem ganzen Bling-Bling dabei. Wenn diese Potions, weil du halt rum durch die Gegend springst, dass du teilweise den Gegner nicht siehst. Ich meine, für den Gegner spricht, dass er nicht permanent eine Hitbox um sich selber hat. Also wie jetzt beispielsweise Bloodless oder wie die Dame hieß oder andere Bosse. Du darfst in ihn reinlaufen, außer natürlich er brennt. Das ist cool so. Das mag ich wiederum. Das ist nachvollziehbar, warum ich Schaden kriege. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen blöd, wenn ich halt hier viel rumspringen muss. Der Gegner wegen dieser der Raumgestaltung, ich ihn kaum sehe und dann einfach... Ja! So ein Leap of Faith durchführen darf. Ist das wieder ein... Ist das eine Spezialfähigkeit oder ist das Bleigewicht? Du sinkst im Wasser, sodass du den Bereich unter der Wasseroberfläche erkunden kannst. Geil! Okay, das Ding finde ich hier in der Wüste. Habe ich das noch? Nein, ich habe noch Craftwork. Ich habe Heiliger Schatten in einem Versuch mal ausprobiert, aber... Das Ding ist einfach scheiße. Sorry. Vielleicht ist es gut, ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie 3 Schaden pro Schlag mehr gemacht und ich musste die ganze Zeit eine Taste gedrückt halten, um unter dem Effekt dieses Buffes zu stehen. Nein. Das tue ich nicht. Okay. Wir sind in dem Bereich, glaube ich, soweit durch. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass es da nicht weitergeht, wäre ich natürlich erst jetzt wieder speichern gegangen. Aber ich gehe jetzt speichern. Wie gesagt, die Flammenpeitsche hat irgendwie so eine Art Hitbox, die anscheinend relativ schwer zu designen oder vom Spiel zu berechnen ist, weil... Okay. Vielleicht ist einfach nur meine Bewaffnung einfach nur schlecht. Vielleicht benutze ich auch einfach diese Fähigkeit hier zu selten. Aber ich habe... Yay! Und das meine ich, diese teilweise Offscreen-Gegner hier. Ja, und dann alles vollgepfropft mit Dreck und Mist und... Ah! Und das geht mir halt so auf den Sack. Es tut mir leid. Ja, und diese, hier, Flubby, was soll ich tun? Ich meine, durch dich durchlaufen, dann hier 5 Milliarden Kilometer Reichweite mit deinem Feuer. Du kommst durch die Decke durch. Ich meine, ihr könnt mir gerne erklären, wenn ich hier irgendeinen Scheiß nicht mache oder hinkriege oder whatever. Sagt mir einfach Bescheid. Wenn ich hier... Ah. Aber es ist halt so... Diese komplette Komposition vom Gebiet ist irgendwie so... Ah. Für mich nicht viel Spaß induzieren, sagen wir es so. Yay, Max TP ab. Doch bevor ich mich jetzt wieder ins Wasser begebe ich mich. Moment, ich gucke jetzt gerade erstmal. Also, wir haben, da oben kommen wir noch runter, aber da komme ich vielleicht auch wieder hoch. Dann ist hier vielleicht noch irgendwas. Und das hier könnte, war das das Wassergebiet? Ich weiß es schon gerade nicht mehr hundertprozentig. Ja, wir werden schon was rausfinden. Ich meine, wir sehen natürlich auch, dass es Räume gibt, die nicht, oder... Ausgänge aus Räumen gibt, die nicht eingezeichnet werden. Haha, okay. Nur 5er, Gegengift und Kristall. Ja gut, Gegengift ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig notwendig. Wendig. Hoffe ich zumindest. Aber schön, dass man hier ein relativ große... Ja, ne? Also... Dieser Gegnertyp hier, der stellt mich echt gedanklich vor ein Riesenrätsel. Wie ist das gemeint? Dieser furchtbar engen Gänge, wenn ich ihn haue, wird er in einer Geschwindigkeit gegen die Wand gepfeffert, dass ich quasi nicht drauf reagieren kann, wenn er mir wieder ins Gesicht fliegt. Also, durch den Rebound. Da unten ist aber auch was, oder? ...99, krasser Scheiß. Oh, Moment, wo wir ihn gerade platt haben, kann ich ja mal hier ins Eck. Ah, eine Schatztruhe. Die war jetzt gut designt, aber... Also, das war cool gemacht, dass diese Schatztruhe auf der Karte angezeigt wird, aber halt eben nicht... What? Wo wir von Hitboxen reden? Also,
ich weiß nicht, mir ist das bis jetzt nicht wirklich aufgefallen, dass das Spiel ein Scheißproblem mit Hitboxen hat. Aber offenbar hat dieses Spiel ein Scheißproblem mit Hitboxen. Oder mit Hurtboxen. Zu erkennen, dass da mal was in den Gegner eingedrungen ist, wenn mein Messer optisch tief im Gegner versunken ist. Ach komm, das ist nur eine blaue Schatztruhe. Das ist der Aufregung nicht wert. Also diese Gegner in diesen engen Gängen mit einer enormen Reichweite vom Feuer her, wo ich das Gefühl habe, dass das Feuer mit in die Richtung mit... Ja, ich meine, was soll ich jetzt machen sollen, wenn mein Schwert das Ding nicht gehauen hätte? Das Ding wäre einfach in mich reingedüst und das wäre es dann gewesen. Wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht so negativ klingen, aber dieses Gebiet hier ist so... Sag mal, der erste Eindruck war scheiße. Der zweite Eindruck ist scheiße. Und dann kam... Also einfach, weil ich mich so schwer getan habe, hier einen Speicherpunkt zu finden und den Weg halt zweimal laufen musste. Und dann finde ich halt keinen direkten Speicherpunkt, sondern darf dann bei jedem Tod wieder die Portale nutzen. Wartezeit, jada, jada. Kasse Wartezeit. Und dann halt die negativen Statuseffekte. Gegner, die aus dem Bildschirm plötzlich auf mich... Da Hitboxen, die nicht laufen. Es ist, ja. Viele... Und einfach von meiner Warte aus Gegner-Designs, die nicht so richtig gut... Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Ich merke, er will spucken, aber ich komme nicht rechtzeitig weg vom Spuck. Ich kapiere es halt nicht. Ich kapiere es nicht, was das Spiel hier von mir möchte. Ob ich irgendeine Spezialfähigkeit haben sollte oder benutzen sollte, die durch Wände durchballern kann und eine hohe Reichweite haben und einfach dann da durchfriemel. Oder ob es daran liegt, dass ich hier Sequence Breaking betreibe. Holy moly. Verstärkung. Fair-Verstärkung. Verstärkt meine Fair-Stärkung. Okay, bevor ich wieder sterbe, nehme ich gebratenen Fisch. What the fuck? Die hat hinter mich ange... Oh, sie lebt immer noch. Wie gesagt, ich bin völlig perplex. Ich habe keine... Angriffe aus dem Bildschirm, also die ich nicht sehen kann, die ich reinspringen muss, weil ist halt so. Hier passt irgendwie Gegnerdesign nicht zum Gebietsdesign. Ich sag's einfach so, wie es ist. Passt einfach nicht zusammen. Gegner, die halt hier durchflummien. Gegner, die durch Wände durchdürfen. Hier, was soll ich tun? Ich sehe, der Gegner kommt auf mich zu. Ich lauf weg, aber Gegner ist genauso schnell wie ich. Ich kann nicht weglaufen. Hier. Wie gesagt, passt alles einfach irgendwo nicht zusammen. Ja? Okay, gucken wir erstmal hier unten. Habe ich noch genug Zeug hier? Sieht nicht danach aus. Oh Gott, Reisbällchen bringen gar nichts. Und die Reisschale? Okay. Gegen den tue ich mich schwer, aber der ist halt noch designt, dass ich sage, ja, da kann ich mit guter Bewegung was gegen tun. Aber die hier, wie gesagt, die kommen angeflogen und wenn die angeflogen kommen und ich halt nicht weit genug weg gerade stehe, dann war's das. Und von daher erhoffe ich mir gerade, dass dieses Gebiet nicht mehr so wahnsinnig lang ist. Da kann ich auch mit so Sprüngen nichts machen. Vielleicht gibt es eine Fähigkeit, mit der man Sand hochspringen kann. Das auch wieder. Ich weiß nicht, dass dieser Fluggegner da ist. Er kommt von unten geflogen und dann muss ich mich hier halt durchquetschen, was nicht funktioniert.
Es passt nichts zusammen. Das ist so, ja. Ja. Ja, ne? Wir aus dem Off. Dieses Gebiet ist einfach nur Dreck. Es ist einfach Dreck. Es tut mir leid. Ich kann einfach keine gute Miene zu diesem Spiel machen. Mir gefällt es nicht. Ich hasse es. Es ist scheiße. Sorry. Wer anderer Meinung ist, ist anderer Meinung. Ist alles okay. Ich hasse es. Es ist so zum Kotzen. Ich will ja wieder raus. Macht mir keinen Spaß. So, jetzt habe ich es gesagt. Boah. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich irgendetwas übersehe, was ich falsch mache, sag mir Bescheid. Aber ich sehe halt einfach nicht, was ich anders machen kann. Hier auch, ja. Ich komme von hier aus nicht ran. Müsst du mich jetzt... Was soll ich gegen diesen Gegner machen? Ja. Ich warte. Oh, es ist tot. Wunderschön. Oh, hier ist wieder was versteckt. Ja. Okay, 500G. Ich glaube, ich brutzel mich jetzt hier durch meine Heilreserven durch, weil dieses Scheißgebiet so kacke ist. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass... Also ich kann den Reichweitenkampf kann ich einfach nicht gewinnen. Ist so. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich meine, ich habe abgewartet. Er kommt auf mich zu. Also okay, dann hau ich ihn jetzt. Und in dem Moment macht er seinen scheiß Feueratem und dann ist es zu spät. Oh. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, zukünftig wird es wieder besser. Das ist, ich find's furchtbar. Ich find's gerade einfach nur furchtbar. Gut, ich komme jetzt natürlich auch mit dem Schwert noch nicht so hundertprozentig klar. Das erkennt man vielleicht auch daran, dass ich hier... Hut des Reisenden. Das erkennt man daran, dass ich manchmal... eigentlich springe und dann hauen möchte, aber einfach blöd dann in der Gegend rumstehe, weil ich springen zu früh gedrückt habe. Yo. Das war meine Schuld. Das gebe ich natürlich auch gerne zu. So. Dullahammerhelm. Was haben wir? Hut des Reisenden. Oh, dieses Haar ist es, hätte ich mir mitnehmen sollen. Upsi Daisy. Das ist aber auch gut. Gefällt mir. Ich meine, vielleicht hätte ich auch normalerweise sehr stärkere Waffen. Dafür. Dass die Dinger mit zwei Schlägen oder sowas tot wären, aber. Okay. Puh. Erstmal rauskriegen, ab wann du die Dinger hauen darfst. Sag ich jetzt mal. Okay. Ich hoffe, an diesem Ende des Ganges ist auch noch irgendwann ein Speicherpunkt. Mir fällt auch wahnsinnig schwer herauszukriegen. Mir fällt wahnsinnig schwer herauszukriegen, wie viel Zeit ich jetzt in so ein Video reingepackt habe, wenn einfach wahnsinnig viel Zeit fürs Sterben und Nachspielen drauf geht. Amy. Ektoplasma habe ich mittlerweile, glaube ich, auch mehr als genug. Oho! Ich hoffe jetzt inständig, dass ich ja nochmal einen Speicherpunkt finde. Dann würde ich nämlich den Rest von diesem Mistgebiet noch zu Ende machen wollen. Wo bin ich denn jetzt hier? Sieht für mich so ein bisschen nach der normalen Kaverne aus, aber vielleicht irgendwelche tiefer... Ja, okay, die ist also noch deutlich... Yes, sie ist deutlich umfangreicher, als ich das jetzt... angenommen hatte damals, als ich da oben gewesen bin. Okay, keine Sorge, ich werde noch zurückkehren zum, wie nennt sich das noch gleich, zum Zug. Aber ich möchte jetzt, auch wenn das zu meinem großen Nachteil ist, einfach auch diesen Weg einfach mal, also das Sequence Breaking zu Ende treiben, weil wie gesagt, hättet ihr mir nichts gesagt dazu,
wo ich den Schlüssel kriege, dann würde ich das jetzt so oder so machen. Okay, wir sehen uns in dem... Ich will dieses Gebiet heute noch zu Ende machen, zumindest da, wo ich langkomme. Dieses scheiß Mist-Sandgebiet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment, ich guck gerade nochmal. Kann ich... Here's what I've turned up on the monsters. Nope. Und zum Glück hoffe ich... Ja, hoffe mir natürlich auch, dass die Viecher... dass ich da nicht allzu lange brauche, um Sachen zu... Warum schlägst du jetzt plötzlich wieder nicht zu? Ah. Okay, okay. Okay, es ist wahrscheinlich nur dieser eine Raum, wo ich rein... Ja, es ist nur... Durch den ich natürlich nicht hinkomme. Mein Leben ist im Arsch. Oh, ich hau dich jetzt einfach von hier und... Ah, das gefällt mir. Natürlich hat mich das Ding noch getroffen. Natürlich drehe ich mich nicht um. Warum? Warum brichst du plötzlich diesen Scheißschlag ab? Warum? Mein Gott, nochmal. Dauernd tötet mich das, weil du diesen Scheißschlag abbrichst. Jetzt... Jetzt haust du mich zu, wenn ich losgelassen habe? Okay. Ich glaube, euch und diese Waffe werden nicht so richtig warm. Ist es tot? Nein, natürlich nicht. Oh, okay. Stufe 2 oder sowas. So. Achso, und da kam ich nicht hoch. Ich glaube. Wobei, das ist die unsere Wasserkaverne, oder? Lass mich mal kurz überlegen. Was ich jetzt einfach schade finde, was ich sehr, sehr schade finde, ist, ich habe jetzt hier unten zwar irgendwie noch eine Bastion, in Anführungszeichen. Aber wie komme ich denn... Ich hätte es halt super schön gefunden, wenn hier oben auch noch was wäre, weil es ist ja wirklich einfach wahnsinnig viel... wahnsinnig viel Laufzeit, die ich hier investieren muss, um dahin wieder zurückzukommen und die Schatztruhen einzusammeln. Ich glaube, das war hier das Wasserzeug, oder? Ich hätte es cool gefunden, wenn hier auch noch so ein Teleportationsraum gewesen wäre. Weil hier, das ist, ja, durch diese ganze Scheiße wieder durch. Nur um hier durchzukommen. Hier irgendwo noch einer, das wäre gut gewesen. Ein bisschen großzügigere Verteilung von dem Zeug. Hätte ich echt geil gefunden. Nicht ganz ehrlich. Einfach um die, ja, Downtime, sag ich jetzt mal, ein bisschen zu reduzieren. Okay, ich muss hier unten lang. Ja, dann müssen wir eben nochmal hier lang. Wow. Meine ich, ist noch ganz gut gelaufen. Will jetzt nichts großartig Negatives dazu sagen. Ach da. Kann ja sein, dass ich nochmal von ihm eine Scherbe kriege. Okay. Da bin ich jetzt erstmal hier soweit durch. Aber zur Not kann ich den Weg ja nochmal laufen. Das andere Gebiet war zum Glück nicht ganz so... Bei weitem angenehmer. Viel angenehmer. Hat mir viel mehr Spaß gemacht, das andere Gebiet. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin guter Dinge, dass meine Meckerei beim nächsten Mal weitaus reduzierter sein wird. Deswegen bis dann, macht's gut und ciao.